Hey ho Leute, wir sind jetzt bei einer Mission, liefer die Bombe ab wieder. Das ist eigentlich eine meiner Lieblingsmissionen, also ich spiele die sehr gerne. 82, vier Spieler wieder. Belohnung Helden, Skizze, Überleben und Gold. Eigentlich wollte ich die Perks farmen, weil ich die brauche. Aber ich habe mich kurzerhand entschlossen, weil die so gut ist, die zu nehmen. Weil ich habe jetzt den neuen Helden, den würde ich dann auch vermutlich mal leveln. Ich muss es noch schauen, aber ich gehe davon aus, dass ich den leveln werde. So, wir haben hier wieder Wassergegner, muss ich meine Waffen ein bisschen switchen. Machen das schon. Ja, was können wir erwarten oder erhoffen? Gute Frage. Also ich denke so 20.000 Helden EP aufwärts. Vielleicht 12.000, 13.000 Skizze und 12.000, 13.000 Überlebenden EP. Einfach nur, weil das hier wieder vier Spieler ist. Ich könnte jetzt natürlich die Schwierigkeit erhöhen, aber ich sehe das hier gerade nicht auf der Karte. Dementsprechend ist das wohl nicht aufgedeckt. Das eben verwerten. Nehmen wir doch gerne das Maller. Habe ich hier irgendwas zu verwerten? Nein, habe ich nicht. Sieht ganz easy aus, die Runde. Ah, der hat das, was ich eigentlich auch machen möchte. Mit der Pistole hier, der den Ranger Deadeye Pistolendamage erhöht. Ziemlich cool. Also wird er wahrscheinlich je nach Heldenlevel mehr rausdrücken als ich. Die 45 Whisper da auch. Die habe ich auch. Macht sehr viel Damage. Schießt schnell, lädt schnell nach. Ziemlich gut. Ja, wofür hab, also ich habe heute quasi, wo haben wir die? Meine Tiger. Die hier gelevelt und gesammelt. Also ich habe heute die drei blauen Stats quasi auf legendär gemacht. Jetzt muss ich noch mal ungefähr 600 legendäre farmen und 400 noch was epische und noch mal ein paar blaue. Also mal schauen, wann ich es habe, aber danach ist die Waffe ready. Ich habe jemanden, der mir die craftet, wenn ich die brauche, aber ich habe selbst gute Waffen, deswegen brauche ich die jetzt nicht zwingend. Ja. Ist es jetzt doch Feuer? Ja, wir werden es gleich sehen. Oh, die Vögel zwitschern, es ist so warm draußen. Schrecklich. Nein, nein, alles gut. So, hier habe ich
gestern mal ein paar Waffen von 1 auf 82 gemacht. Hier die zwei. Ne, die zwei hier. Die Drachenhauer. Und hier das Kryptoschwert. Klar, das Masamune habe ich auch vom Gründer. Ansonsten hier gibt es soweit keine großartigen Veränderungen. Ich habe noch mehr Malahit. Ich bin jetzt bei 8200 Malahit. Nein, ich gebe es immer noch nicht ab. Leute, farmen. Leveln und farmen. Könnt ihr ganz viel Mana machen. Und ihr braucht bis nach Bootle nur eine Woche, wenn ihr dann mal levelt und nicht den ganzen Tag tradet. Habe ich aber, glaube ich, schon ein paar Mal gezeigt und gesagt. Das ganze schöne Hochhaus. Weg ist es. So, und jetzt. Ich bin sofort wieder da. So, ich bin wieder da, sorry. Oh. Was machen die denn hier? Sind die bescheuert? Bleibt mir nichts anderes über, als meinen schönen Lounge auszupacken. Keine Lust, die Runde hier zu verlieren. Wenn ich schon nicht trappen, dann muss der halt regeln. Also das ist definitiv mit die beste Waffe, die die rausgebracht haben. Die ist einfach nur lustig. Vor allen Dingen die Range, die hat, das gilt eigentlich schon als Sniper.
Können ja so lang sein. Dass keiner von denen auch einen Rocket Launcher auspackt bei den Mengen, die hier gerade auf uns zulaufen, der kurzen Distanz. Schuss geben wir noch ab. Das schauen wir uns kurz hier mal an. Damage. Ich habe 4200. Der Lightning Lock macht auch noch ganz gut. So, Mission verlassen. Wieder kurz ein bisschen warten. Belohnung, ich komme. Und. Und verlassen. So Leute, vergesst nicht viel zu trinken bei dem warmen Wetter. So, 82, 42. 26.000 Helden, 26.000 Skizze, 13.000 Überlebenden. Also hey, das nenne ich mal ziemlich cool. Nebelmonster mal die, nochmal hier. Ja, danke schön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.